Einfach mal aufs Rad steigen, losfahren und nach ein paar Tagen ankommen. Draußen schlafen, die Sterne genießen und einfach nur Fahrrad fahren. War ziemlich geil mit 56 km/h erstmal so einen Abhang runter. Geil! Und auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr sehen könnt, da geht's runter, da ist die Abfahrt. Geil. So mega schön hier. Guten Morgen, Tag 3, Thüringen. Mein Schlafsack eingepackt. Siehst du, jetzt hätte ich fast meine Tasche vergessen. Und auf jeden Fall alles weggeräumt soweit, wie es sich gehört. Bin gerade in Schwarzer, Thüringen. Hab ganz gut geschlafen. Die Beine waren nachts ein bisschen kalt. Also das ist meine Erfahrung mit dem Stratosphere von Snutpack. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Schlafsack, aber es war jetzt noch okay. Und auf jeden Fall, Nachteil am Stratosphere ist definitiv, wenn es morgens pisst und regnet, dann hast du halt die Arschkarte. Du kannst nicht im Zelt einpacken, weil du hast keinen Platz. Aber zum Glück regnet es ja nicht. Also vorne hast du kurz genieselt, aber ist okay. Weiter geht's. Ciao. Heute, ja, Schwarzau. Wetterbericht stimmt. Leichter Regen. Yeah. Oh, Fun Fact, Komoot hat mir irgendwie einen Schlenker reingebaut, hat mich einen kleinen Berg hochgejagt, um ihn dann wieder hier runter zu fahren, anstatt einfach die Hauptstraße zu fahren. Läuft. Wer es nicht glaubt, das ist steil. Und auch wenn das mega anstrengend ist für mich, hier hochzuklettern, es wird eine richtig geile Erinnerung. So, das Geile, morgen früh kommen Maren, Artyom, Gerald und Co. auf der Wartburg an. Irgendwann nach 7 Uhr, vielleicht 10 Uhr, die fahren das Flash Alemannia. Und es ist die Karte um die Ecke, wo ich bin, mich quäle. Ich find's cool. So, 12% Neigung bei nassem Wetter. Optisch geil! Einfach nur geil! Also ganz ehrlich, wer bei dem Wetter keinen Respekt vor den Abfahrten kriegt, boah, ne. Ja, okay, es regnet. Ich habe nasse Füße, aber ganz ehrlich, es ist kein Grund, diesen Spaß hier nicht zu genießen. Und spätestens seit gestern Abend weiß ich auch, wie man Berg fährt. Und in Eisringen hört man natürlich Thüringen. Es geht immer bergauf mit dem Leben. Hab ich schon gesagt, dass ich Berge toll finde. Achtung, jetzt kommt freie Aussicht. Tada! Bestes Leben. Ich kann echt nicht sagen, ob die Videos spannend werden oder nicht. Aber hey, da ist Raps. Fun Fact, Wahoo hat Lag bei Abbiegehinweisen. Wie ihr seht, quäle ich mich gerade nicht nur im Berg hoch, sondern habe auch die Rafa Ringjacke schon den ganzen Tag an. Die Jacke ist mega. Einfach, sie ist luftdurchlässig, hält aber auch wirklich Regen ab, hat keine Rückentaschen. Aber man kann ja auch einfach eine Weste drüber ziehen. Und Taschen bei einer Ringjacke sind halt auch suboptimal. 46 km/h und es geht noch weiter. Zweieinhalb Stunden unterwegs und 40 Kilometer knapp. Und es geht noch weiter bergauf. Den ganzen Tag. Ich habe einen 130er Puls, Steigung, keine Ahnung, fühlt sich langsam an. Ein 6 km/h läuft. Das ist so eine Erleichterung, wenn es nicht mehr ganz so steil ist und man dann auch noch die Abfahrt sieht und das Tal.
geil, endlich wieder Tempo, endlich ballern! Just Roadbike präsentiert den ersten Radweg gefühlt seit Erfurt. Und da sind die Berge. Ich habe regional echt gar keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind wir in der Rhön, weil es gerade am Schild stand. So, und selbst wenn eure Kette mal keinen Bock hat oder ihr einen Platten habt, das ist alles nur Kopfsache. Es geht immer bergauf. Es geht mal wieder bergauf. Ganz ehrlich, ich bin gerade so richtig schön im Eimer. Fun Fact, da quälst du dich einen Berg hoch, da, um dann zu merken, dass du einfach immer noch auf dem großen Blatt bist. Die Offroad-Season hat begonnen. Ja. Sehr schön. Hurra. Im Anschluss der Sendung folgt Servus TV. Dieses ewige Auf und Ab ist etwas zermürbend, vor allem wenn es gerade bergab geht und du schaltest wieder hoch und dann geht es direkt wieder, genau, bergauf. Aber die Landschaft ist geil, auch wenn ich es gerade nur zu 90% genieße. Regel Nummer 1, alles was in die Luft fliegt, fällt auch wieder herunter. Gerade eine mega geile Abfahrt gehabt, 55 km/h, selbst Kinder ballern hier diese Dinger herunter. Scheint wohl der Rhön-Express zu sein. Zum 700. Mal Berge. Was meint ihr? Haben sich die Strapazen gelohnt? Die qualvollen Anstiege? Ja? Oder ja? Weiter geht's auf den Rhön-Express. Also optisch ist die Rhön auf jeden Fall ein Traum. Ich fahre seit weiß ich nicht wie viel Stunden mit nassen Füßen. Und ich habe jetzt noch etwa 260 Kilometer, bis ich im Ziel bin. Hab gleich noch ein paar Berge, ein paar Anstiege und wenn ich die hinter mir habe, ist eigentlich der Rest relativ flach. So, es fängt schon wieder an zu regnen, ein bisschen, und habe mir gerade ein Zimmer in Aschaffenburg reserviert. Heute schlafe ich nicht draußen. Also falls irgendjemand von euch mal durch die Rhön muss, am besten wirklich diesen Rhön-Express nehmen. Mega geil, ist ein richtig cooler Radweg. Super in Schuss. Das sind Hangpferde. Die haben ein kurzes und ein langes Bein. Übrigens komme ich mit den ganzen Temperaturunterschieden nicht mehr klar. Mal ist es warm, dann ist es mega warm, dann ist es kalt und jetzt geht's bergauf. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist einer dieser Momente, wo ich richtig leide. Immer wieder bergauf mit 6 bis 10 km/h. Aber genauso ist dies einer der Momente, die im Nachhinein eine ganze Menge wert für mich sind. Machen es wie wollen, nur geiler. Ich sag euch, im Leben geht es irgendwann nur bergab. Wie jetzt zum Beispiel. Und natürlich hat jeder manchmal keinen Bock. Und manchmal wünsche ich mir auch, die Berge wären nicht so steil. Aber A, habe ich mir selber ausgesucht. B, ist jeder Augenblick eigentlich ein Genuss, eine geile Erinnerung. Und ich sag mir, andere quälen sich auch. Maren, Artyom, die haben mega viel Spaß beim Flash Alemannia. Grüße. Und ich habe mega viel Spaß beim Bergfahren. Und dafür sind die Abfahrten 10-mal so geil. I'm saying let's go. Es gibt nur eine einzige Regel, und zwar niemals aufgeben und mach immer das, was du willst.
Warte, gleich kommt's. 12% Steigung, 4 Kilometer. Das ist das Ding, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Hoffentlich. Jetzt geht die Post ab. Wird zwar ein bisschen kalt, weil ich mir keine Jacke angezogen habe, aber ankommen ist das Ziel. Das war so geil, aber auch sowas von gefährlich. Also ich glaube teilweise 57 km/h mit teilweise angezogenen Bremsen. Noch 2 Kilometer bis Aschaffenburg. Ich freue mich auf warmes Bett, auf eine Dusche und auf Essen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Aschaffenburg. Heute geht es weiter Richtung Saarland, 170 Kilometer, ca. 900 Höhenmeter. Los geht die Party. Kleines Update aus dem Cockpit. Natürlich merke ich nach 3 Tagen auf dem Bike mit Höhenmeter und ein bisschen Strecke meine Beine. Aber das Wetter ist heute ziemlich geil und deswegen wird gehobelt. Eines der ersten großen Ziele, Highlights überhaupt heute der ganzen Tour wird Worms sein. Neben dieser geilen Aussicht. Ich glaube, das ist die Merseburg. Falls nicht, blende ich es ein. Neben den Radweg, haben sie gesagt. Es geht steil bergauf mit dir, haben sie gesagt. Besser Asphalt nicht. 15 Kilometer bis Darmstadt. Ja! Heute ist der 1. Mai-Tag, um mit dem Bollerwagen durch Deutschland zu ziehen. Und auch wenn ich heute nur 900 Höhenmeter habe, geht's trotzdem immer wieder bergauf. Es ist mittlerweile brechend warm. So, zum Mittag gab es gerade eine Banane. Irgendwie esse ich auf den Touren immer recht wenig, aber dafür vielleicht abends oder morgens. Übrigens habe ich heute Morgen im Hotel mein Horoskop gelesen und da stand drin, dass ich genau darüber muss. Ich komme gerade wieder richtig gut voran und vor allem deshalb macht Radfahren auch gerade richtig viel Spaß. Meinen Beinen geht's gut, weiter geht's. Mal wieder ein Kommentar zu den Aftershocks. Also ich habe die voll geladen. Ich bin mittlerweile seit 3,5 Stunden, sagen wir 4 Stunden unterwegs. Die Dinger sind schon wieder alle. Highlight Nummer 7583 läuft. So, absoluter Schmutz. Jetzt fahre ich nochmal hier hoch. Eigentlich könnte man da fahren. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Auf jeden Fall, wenn man durch dieses Tor möchte, oder wie ich geradeaus links rum, muss man entweder auf der Straße fahren oder auf diesem Mittelradweg. Aber besteht hier nirgendwo. Alles Übung, alles Bergtraining. So, kurzer Pausenstopp gerade an der Tankstelle. Cola, Eis und Schokolade. Was Vernünftiges gibt es heute Abend. Immer noch 80 Kilometer bis zum Ziel. Jetzt kommt der Endgegner. Bald. Leute, das ist unser Endgegner. Das letzte Ding. Tatsächlich muss ich sagen, ich freue mich drauf. So, ich wurde gerade umgefahren. Irgendwie da steht ein Auto. Da liegt mein Fahrrad, alles heile. Das ist der Benjamin, Malexius. Du hast 10 Sekunden zu sagen, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Benjamin, alias Malexius. Ich habe einen YouTube-Kanal, sowie Just Road Bike. Und ich habe Just Road Bike heute hier aufgesucht,
Also ich bin eigentlich in meinem Projekt unterwegs, Projekt Höhenmeter. Und ja, Just Roadbike geht hier im Angriff und super Sache auf jeden Fall. Geile Aktion und weiter so. Da oben ist das Saarland. Endlich wieder quälen. Bald bin ich im Saarland. Ich freue mich schon. Einen großen Dank an Maria, die gerade auf meinen Hund aufpasst und mir das alles hier ermöglicht. Danke schön, du bist ein Schatz. Ortschaften sind manchmal schlimmer als Berge. So steile Straßen, so Mobbing. 9 Kilometer bis Kaiserslautern. Also die Zahl, die Endzahl, die schrumpft immer mehr. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Kaiserslautern. Endgame. Das Geile am Fahrradfahren ist, wenn man ein Ziel hat, es wird nicht mehr. Es wird einfach nur mit jedem Pedaltritt weniger. Und ich freue mich. Ich habe aus eigener Kraft das Saarland erreicht. Bin ich schon da? Ist das Saarland so klein? Oder ist es groß genug, dass ich schon da bin? Keine Ahnung. Diese Story hat ein Happy End. Das meinst du? Ich hatte die Idee für diese Reise schon vor Jahren. Einfach mal, weil die Aussicht aus dem Zug so toll ist. Die Berge, halt etwas, das ich nicht kenne. Aber was übelst toll aussieht. Und ich bin mega stolz auf mich, dass ich es gefahren bin. Natürlich hat man mal keinen Bock. Oder man muss nicht immer draußen schlafen, vor allem wenn es regnet und sonst wie. Das ist kein fucking Endgame. Es ist Urlaub. Es ist Genuss. Es ist einfach nur Fahrradfahren. Das Wichtigste im Leben ist einfach nur das zu machen, worauf man Bock hat. Und wenn man darauf Bock hat, dann muss man es auch durchziehen. Noch 3,5 Kilometer bis zum Ziel. Dann habe ich 670 Kilometer oder ein bisschen mehr und 4000 bis 5000 Höhenmeter. Ich blende beides ein. So, ich habe gerade an der Tankstelle gehalten. Hab mir ein kaltes Bier und ein Sprite in den Rucksack gepackt. Fun Fact, nur clevere Menschen packen sich ein kaltes Bier und ein kaltes Sprite in den Rucksack und fahren damit Fahrrad. Sie erreichen ihr Ziel in 500 Metern. Das war's.